So, und jetzt kein Fehler machen. Scheiße, wir sind durchnässt. Ja, toll, weil es der Regen kam und jetzt ist es erst sich zu Ascheregen ändert. Na gut. Was soll's. Man sieht mal wieder gar nichts. Ich muss hier mal kurz runtersliden. Und ich guck mal so rum, in der Hoffnung, dass irgendwie Texte aufploppen. Aber hier waren doch überall Asquins. Da hinten sehe ich schon mal einen Feind, den mache ich schon mal platt. Was war das denn? Ah gut. Er hat sich selber in die Luft gejagt. Das geht natürlich auch. Hör damit. So, ich gehe mal eine große Runde, ne? Da haben wir noch einen. Und tschüss. So. Drei, das habe ich doch getroffen. Na gut, einen Hit noch. Piu. So, den Loot bitte. Da haben wir wieder ein paar normale Feinde. Die muss ich auch plätten. Oh oh. Energieschild. Aua. So, ich hau mal ab. Und baller einfach mal immer mal drauf. So. Mach hier einen großen Bogen. Geh hier durch. Da brauchen die mal erstmal einen Moment, um den Weg zu berechnen. Und da haben wir in Ruhezeit, unser Mana zu recken. So. Oh. So. Und wo ist der Krieger? Der muss hier doch auch noch irgendwo rumrennen. Nicht, dass er dann nachher irgendwie um die Ecke kommt, während wir hier am Machen sind. Hey, wo ist er hin? Ist er abgehauen? Scheinbar. Gut, ich will auch gar nicht so viel Zeit vertrödeln. Nicht, dass es dann plötzlich Tag wird und wir keine Zeit mehr haben. Deswegen bringe ich den hier nochmal fix um und laufe dann direkt dorthin, wo wir das letzte Mal zwei Sterne Asquin gefunden haben. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder einer ist, ist nicht erhöht. Aber ich weiß, dass da Asquins waren. Hä, aber irgendwie sind hier gar keine. Nirgends. Hä? Asquins, wo seid ihr? Oh, Pilze. Keins. Hm. Ich mache hier mal so einen großen Bogen. Oh, hier sind noch Knochen. Vielleicht sind da noch Special-Knochen drin. Da, Alter, drei ist. Ist der, dass er die ganze Zeit verfolgt hat? So, tschüss. Und der Scharfschütze natürlich. Drei ist trotzdem noch getroffen. Und das Ding hier noch kaputt. Aber da sind nur normale Knochen drin, gut. Ja, aber wo sind denn hier die Asquins? Sag mal. Hier waren noch so viele. Immer. Hier war noch ein Spawner. Ich glaube, hier waren vier Spawnpunkte. Hier ist nicht einer. Hm. Sind wir zu früh hier? Nee. Normalerweise müssten die doch eigentlich schon wieder da sein. Aber sind sie wohl nicht. Gut. Ja, nee, dann verziehe ich mich hier. Bevor es Tag wird und hier irgendjemand spawnt oder so. Ne? Hm, wobei ich gerade denke, wenn wir hier gerade sind, können wir vielleicht ein bisschen Ascheholz mitnehmen. Weil ich gucke auch gerade auf meiner To-Do-Liste. Also eigentlich wollte ich mir heute nämlich den Spot hier, diesen mysteriösen Ort vornehmen. Wollen wir das lieber machen? Ja, ne? Habe ich mehr Bock drauf, ehrlich gesagt, weil da sind auch bestimmt noch Ressourcen, die wir gut gebrauchen können. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns wartet. Wie ich meinte. Ich weiß nur, dass es wohl drei mysteriöse Orte gibt, die man wohl abklappern muss. Keine Ahnung. Kann. Weiß ich nicht. Aber ich würde gerne mal gucken, was es da so gibt. So, Schiffskiste. Da packe ich erstmal das Ding hier wieder rein. Den hier. Mach da den hier hin. Und den restlichen Loot schmeiße ich runter. Ach ja! Verdammt, ich wollte ja was vorbereiten. Ah, jetzt habe ich extra die Sache. Ja komm, das machen wir noch fix. Denn, ein Kommentar hat geschrieben. Schön, dass du die ganze Zeit an den Asquin denkst. Aber denk doch auch mal an dich.
Also das hat er nicht geschrieben, aber das fiel mir dann auf, weil schön und gut, wir haben jetzt ein großes Loch für den Askwin gemacht, aber wir sind die ganze Zeit verreckt. Also, wir sind einmal verreckt. Und damit das nicht nochmal passiert, hat er gesagt, weißt du was, mach dir doch einen Safe Space. Und da dachte ich mir, hä, du hast absolut recht, warum habe ich das nicht gemacht? Oh, ich bin so ein Storch. Ich habe die Hacke vergessen. Oh, Mann. Gut, ich spule das eben vor. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Ganz einfach. Hier machen wir uns einen riesigen Turm hin. So, da kommt dann keiner hoch. Na klar, warum bin ich da nicht drauf gekommen? So, und so. Und noch ein. Sehr gut. Und damit wir da einfacher hochkommen, mache ich hier sogar noch eine Stufe drauf. So. Wie viele Steine haben wir noch? Genug. Dann mache ich sogar so und so und so. Und noch eine Stufe. So. Und hier nochmal. So, nämlich. Und dann können wir easy nämlich hier hoch. Sind wir safe, ne? Also dann können wir uns sogar hier oben drauf stellen. Und dann in Ruhe uns recken. Und wenn wir hier stehen oder sogar da stehen, dann kann da auch in Ruhe der Askwin quasi, ne, auf unsere Seite bekehrt werden. Und wir sind safe. Sehr gut. Das war mir kurz ein Anliegen. Das hier und das hier schmeiße ich mal weg. Also, das heißt, schmeiße ich weg, baue ich ab und nehme ich mit. So, dann können wir den so machen und wir gehen wieder zurück. Sehr gut, das war mir noch ein Anliegen. Vielen Dank für den Tipp. Und einen anderen Tipp, den ich übrigens auch gesehen habe, Daniel hat mir den gegeben. Vielen Dank. Das war auch sehr clever, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Wenn es so wie letztes Mal ist, dass wir, dass sozusagen der Morgen graut und wir haben ein 2-Sterne-Askwin gefunden, dann nicht denken, wir schaffen es nicht mehr, sondern schnell abhauen, schnell hier durch, schnell durchs Portal, bevor es Tag wird. Und dann warten wir nämlich auf der anderen Seite des Portals, also bei uns in der Base. Denn wenn wir hier sind, während es Tag ist, despawnt er. Wenn wir aber während es Nacht ist, weggehen, dann bleibt er hier. Und wenn wir erst wiederkommen, wenn es Nacht geworden ist, ist er immer noch da. Das ist natürlich clever. Wir können uns also enorm viel mehr Zeit einplanen, wenn wir eine Nacht sozusagen einfach vorm Portal warten. Ne? Aber, ja, vielen Dank für den Tipp. Das heißt also, mit dem nächsten Askwin, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Nicht 100%, aber sehr hoch, dass das was wird. Ne? Gut, wie auch immer, hindurch. So, das hätten wir auch. Den ganzen Klumpatsch schmeiße ich mal dahin. Ist ja sowieso so gut wie nur Holz und Stein. Aber das Werkzeug, da gehe ich mal kurz nach unten. Halt. Zur normalen Workbench. So. Alter, warum ist es hier denn so hell? Wahrscheinlich, weil es eben gerade so dunkel war, ne? Kommt mir das gerade so vor. Keine Ahnung. So, gut. Und da würde ich sagen, wollen wir mal zu diesem mysteriösen Ort gehen? Ich hab Bock drauf. Wir haben ja, glaube ich, alles, was wir brauchen. Ich würde auch das Portal da lassen, wo es steht. Weil wir sind ja gar nicht so weit weg von dem Spot. Brauchen wir noch was? Ich hau mir nochmal die hier rein. Ich nehme mir sogar nochmal 2 Ausdauernahrungsdinger mit. So. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen hindurch und schauen mal nach. Das war doch hier, ne? Notasche 3? Ich glaube, ja. So. Hä? Nee. Hier ist falsch. 2 war's. Nee, gar nicht 2. Reiseportal war's. Na klar. Entschuldigung. Was heißt hier Entschuldigung für euch? Ich schneide doch diese Sequenzen sowieso raus. Also wenn es für jemanden lästig ist, dann für mich. Gut. Und der mysteriöse Ort ist... Moment. Ach, genau die andere Richtung. Da lang. Nee. Da lang. Ja. Gut. Ich würde sagen, let's go. Dann probieren wir mal, uns da irgendwie durchzukämpfen. Da liegt überall Stuff rum. Ja. Und du willst es direkt wissen. Auf Wiedersehen. So.
Da ist Schwefel. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber ich kann ihn noch nicht zurücklassen. Wo er doch so hier dargeboten wird. Da ist direkt ein Morgen. Hier sind auch überall noch Erze. Da hinten ist sogar noch Holz. Ja, hier gibt es noch eine ganze Menge Stuff. So. Nochmal hier so ein Ding hin. Mal gucken, was der so macht. So. Ja, hey. Oh, Asquins. Oh, Alter. Die räumen ja richtig auf. Alter. Die verprügeln die ja übel. Oh, jetzt verprügeln sie mich übel. Ah. Nein! Weich aus! Ah! Ich baller mir mal einen Trank. Puh. So. Nein! Ich habe Angst, er hat einen Stern, ne? Ich gehe mal hier so um den Stein rum. So. So, dann Frost. Den hier mach ich schon mal platt. Der verfolgt mich sonst so endlich. So, der ist schon mal down. Ja, er macht hier seinen Purzelbaum. Viel Spaß dabei. Schwöre ich hier mal ein paar Pflänzchen. Los, schlag zu! So. Ich gehe hier mal durch. Ey, geil! Übel nice! Der, Alter, der Stapel, der räumt ja richtig auf. So, dann da noch einen hin. Verprügel den mal bitte. Bam! Boah, der zieht über die Hälfte des Lebens ab. Sehr gut! Sehr gut. Ja, doch, doch. Stab der Wildnis mag ich. Vor allem den können wir nochmal upgraden, ne? Obwohl, ne, Stufe 2 war, glaube ich, das höhere, oder? Warte mal. Ich habe mir das aufgeschrieben. Hm. Ich glaube, den müssen wir auch noch... Ja, den können wir noch auf 3 upgraden. Aber gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, mysteriöser Ort, der ist da hinten. Gut. Ja, soll ich das Portal doch mitnehmen? Ja, oder? Ich glaube ja. Zur Not haben wir nur 3 hier oben. Doch. Ich merke gerade, dass es doch ein Stück ist. Und wenn wir jetzt sterben, müssen wir den ganzen Weg hier wieder lang. Ja. Ja, ich glaube, das ist die bessere Wahl. Auch wenn ich es natürlich hier mag mit der Base. Aber so sei es. Da kommen wir nun mal nicht drum rum. Wobei hier eigentlich auch ganz recht viele Erze sind. Ja, und da wurde sich auch beschwert, dass diese Stacheln da immer... bei mir Schaden machen. Das stimmt, aber was soll's. Warte mal kurz. Ich gehe nochmal kurz durchs Portal und ich glaube, ich tausche das hier mit Not 3. Weil wir haben hier ja auch sehr viel Erz. Not 3 habe ich deswegen behalten, weil mysteriöser Ort und Erze drumherum waren. Dann tausche ich die mal. So, ich laufe hier rüber und schmeiße erstmal den ganzen Loot weg. So, alles runter. Dann gehen wir hier rüber und... das Portal 3 ändern wir zu irgendeinem Kauderwelsch. Ja, und dafür brauche ich wieder ein Zwischenportal. Ja, Moment. Ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen hin und her gefriemelt, aber ihr kennt das Prozedere und es lohnt sich natürlich für uns. Deswegen mache ich das auch. Also 10 Augen, 2 Sudlingskerne. 2, so. Perfekt. Dann schmeiße ich das hier. Ach ne. Ich dachte gerade, ich habe Blut aufgesammelt. Habe ich aber nicht. Gut. Flauschi schon wieder 45 Grad. Mann, Viechers, ihr seid im Weg. Los, Flauschi, beiseite. So, dann Notasche 3 hindurch.
So. Und, scheiße. Falsch rum. Moment. Entschuldigung. Wobei das natürlich für euch wieder nicht so schlimm ist. Ich schneide diese ganzen ewigen Portalsequenzen hier raus. So, dann mache ich wieder irgendeinen Kauderwelsch rein. Kopieren. Da freut er sich. Hindurch. So. Kauderwelsch. Eingefügt. Er connectet sich. Das Ding können wir mitnehmen. Und hindurch. So, perfekt. Dann den ausgepackt. Abgerissen. Den Stuff hier runtergeworfen. Zack, zack, zack. Den können wir mitnehmen. Und dann machen wir hier Notasche 3. Kopieren. Und dann machen wir das hier hin. Oh, wollte ich mir fix einen Tee eingießen, aber dann war die Ladesequenz doch schon viel zu kurz. So, wie auch immer. So. Scheiße, jetzt habe ich das Portal doch nicht mitgenommen. Hä? Aber dann ist ja ein Portal weg. Ach ja, na klar. Entschuldigung. Natürlich, das ist ja kein Nullsummenspiel. Es kostet uns ja ein Portal. Das eine Portal, das wir zurücklassen. Ja, gut. Also, Edelholz. Augen. Sotlingskerne. Und den Rest hier hingeworfen. Das hier hin, das hier hin, das hier hin. Entschuldigung für das Hin und Her. Halt! Davon brauchen wir 10. Das heißt, 20 kommen weg. So, jetzt aber, ne? Jetzt sind wir vorbereitet. Let's go! Oh. Gut, ich bin vorbeigekommen. Hervorragend. So, ach ja, genau. Jetzt ist das Reiseportal wieder frei. Genau, das wollten wir ja. Das habe ich jetzt in der Tasche. Und wir können es durch Not 3. So, jetzt konnte ich aber einen Schluck Tee trinken. Hervorragend. Energieschild. Oh, jetzt überlege ich gerade, dass bestimmt wieder Zeit vergangen ist und es allmählich Nacht wird. Bah. Deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Und lauf mal da hinten hin. So. Und Froststab. Der hier wird uns bestimmt verfolgen. Aber erstmal mache ich den da platt. Hops mal zu mir. Sehr gut. Tschüss. Er mit einem Loot. So. Oh, hier kommen wir gar nicht durch, wa? Da über den Stein. Aber erstmal mache ich den hier platt. Der wird mich sonst ewig weiter verfolgen. Tschüss. Ja, und dann hier irgendwie rüber jumpen, wa? Wow, wow, wow. Ausdauer. ja, hier rüber. Wir müssen aber eigentlich nach da. Moment, Moment. Ich guck mal, ob ich hier rüberkomme. Das schaffe ich nicht. Darüber schaffe ich auch nicht. Scheiße. Wir sind komplett von Lava umgeben. Und die Bomben habe ich jetzt nicht. Wow. An die Bomben habe ich jetzt nicht gedacht. Ich versuche mal hier hoch zu jumpen und ob ich da irgendwie rüberkomme. So, hier hoch. Und hier lang. Aber wir entfernen uns von da, wo wir lang müssen, ne? Ah, hier ist ein Pilz. Wir müssen ja eigentlich dahin. Da ist eine Ruine. Da komme ich aber auch nirgends rüber, ne? Muss ich echt einen sehr, sehr großen Bogen gehen. Da sind Asquins. Ich könnte hier oben drauf und dann darüber sliden. Ja, das schaffe ich auch. Gut, dann mache ich das. So. Hinauf. Ich hoffe, da kommt nicht wieder dieser Glitch. Dass wir so fliegen und da nicht drauf landen können. Weil dann können wir das nämlich... Wow. Können wir das nämlich nicht machen. Aber es geht. Sehr gut. Ja, ich glaube, das reicht schon an Höhe. Ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen und gehe noch höher. So. Hier drauf. Hier drauf. Und so. Ja, ich glaube, das sollte machbar sein. Und dann können wir da nämlich weiter. Ist doch richtig, ne? Ja. Gut. Jump. Ohne Federumhang wäre das nicht möglich. Bestes Item. So. Und dann kommt ihr erstmal her. Ah, da ist er doch. Überraschungsangriff. So. Ja, mit euren Aegis vor allem. Aber das Fleisch da möchte ich auch ganz gerne haben. So, ist hier auch irgendwo ein Nest. Ja, hier. Im Stein. Super.
Ja. Wow! Ich dachte gerade, der hat 2 Sterne. Oh, Mana Food. Ich gehe mal hier hoch. Nein! 7. Nein, 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 hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hui! Und dann Mana Food. Und dann beschwöre ich mal hier so ein Ding. Und tschüss. Und noch einen. Müssen wir kämpfen? Dann kommen wir an meinen Ranken vorbei. Huch, wo ist er hin? Da ist er. Hier bin ich. So, nochmal Frost. Wow. Und tschüss. Oh, der da lebt noch. Wir sind nicht mehr gut ausgeruht. Warum nicht? Hä? Okay, ich glaube, ich sollte gleich mal kurz zurückgehen. Aber erstmal will ich diesen Askwind-Stuff haben. So, Mana, regenerier mal bitte. So, und bevor es jetzt Nacht wird, schnell weg hier. Was liegt denn da noch? Askwind-Blase, kein Platz im Inventar. Dann schmeiße ich weg. Ein Schwefel. So. Das hin. Verschiedenes. Portal. Und so. Und dann gehen wir kurz zurück, bringen den Stuff weg und gehen eine Runde ratzen. So, run, run, run. Und Alett runtergeworfen. Sehr gut. Und dann ab nach oben eine Runde pennen. Bah. Muss ja. Aber finde ich eigentlich auch gar nicht. Wir könnten theoretisch wieder nach Askwinds gucken. Ja, machen wir nächste Nacht. Ich will jetzt erstmal den mysteriösen Ort finden. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen und dann geht's direkt weiter. Hui! Und in unser Reiseportal. Hindurch. So, 5. Portal weg. Das Ding weg. Und weiter geht's. Und dann schaue ich mal kurz. Ausdauernahrung. Leuchtet noch nicht, ne? Nee. Können wir noch nicht fooden. Gut. Ja, den einen Schwefel kann ich doch mitnehmen. Und der mysteriöse Ort. Wir sind gleich da. Der müsste da vorne sein. Vorsichtig jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie stärkere Feinde oder so sind. Würde mich nicht wundern. So, hier. Verprügel ihn! So, und den auch nochmal. Bam! Und tschüss. So, vielen Dank, Pflänzchen. Ja, Maria hat gesagt, ey, dieser Pflanzenstab ist jetzt ihr bester Freund geworden. Ich verstehe warum. Ist schon echt geil. So, du kriegst ordentliche Salve ab. Hat er mich nochmal getroffen, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt bloß nicht treffen lassen. Jetzt fühle ich mich doch wieder auf einmal sehr angreifbar. Ja, und da den Schwefel, Alter, komm. Hör damit. Oh. Normalerweise reicht es, wenn man den mit 2 gut platzierten Feuerbällen abfarmt. Jetzt habe ich 3 gebraucht. Na gut, was soll's. Und das ist er, ne? Sieht auf jeden Fall neu aus. Da sind auch überall diese komischen Runen. Diese seltsamen Runensteine. Immer andere... Ne, ist immer ein Kreis drauf, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Ja. Oh. Aha. Meine ich doch, hier sind bestimmt stärkere Feinde. Warte mal, der ist doch langsam. Da mache ich mal ganz viele so. So, dann wird er erstmal ordentlich verprügelt. Und du kriegst hier eine Salbe ab. Nee, nee, schön hier rein. Ja, hier sind nur 2-Sterne-Viechers. Von denen dürfen wir uns bloß nicht treffen lassen. Ah. Na klar, er haut ab.
So, dann komm mal her bitte. Näher ran bitte. So, und jetzt kriegst du welche auf den Kopf. Und damit... Na, scheiße, ich wollte ihn eigentlich einfrieren, damit er nicht so schnell abhauen kann. Aber da war er doch sehr, sehr flink. Auf Wiedersehen. Dein Stuff vielleicht noch, aber das ist mir sonst zu heikel. Da, oh, sag mal. Aha! Da kann ich ja ewig weitermachen. Warte mal. Hier habe ich mir gedacht, können wir nicht einfach so machen und das Ding kümmert sich drum. So, ich hau mal ab. Greift er auch den Stein an? Nein, greift er nicht. Ist natürlich doof. Weißt du was? Hier, hol ich mal meinen Big Boy raus. So, kümmere dich mal bitte um die. Dann streife ich die mal ab. So. Oh, verdammt, sie verfolgen mich immer noch. Einmal hier lang. So. Sehr gut. Jetzt kümmern die sich alle um den. Bis auf der eine da, aber... Hä, die haben den doch verprügelt. Oder? Keine Ahnung. Haben sie den Troll gekillt? Okay. Den hier mache ich schon mal platt. Ich beschwöre gleich noch einen. Kommt mal hierher, bitte. Und da weiß ich auch noch nicht genau. Müssen wir wahrscheinlich gleich irgendwie einreißen, ne? So, hier. Oh. Nein! Hui! So. Könnt ihr euch jetzt mal um den kümmern? Obwohl, die kümmern sich wahrscheinlich eher um den Troll, ne? Weil das alles zwei Sterneviecher sind. Oh Mann! Die machen ja doch schon ordentlich Damasch. Ich baller einfach mal rein. So. Aber sie respawnen ja immerhin nicht mehr. Sollten sie zumindest nicht. Soll ich noch einen beschwören? Ich glaube echt tatsächlich, dieser Troll macht am meisten Damage. Oh. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Scheiße, oh nein. Ja, shit. Jetzt sitzen wir natürlich hier an einer Ecke, die sehr weit weg ist. Und da brauche ich auf jeden Fall mindestens den Federumhang, damit wir überhaupt da wieder rüberkommen, ne? Hm, kann ich pennen gehen? Nee. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Ich warte mal kurz, bis wir gut ausgeruht sind. Baller mir Food rein und nehme mir einen Federumhang raus. Und dann versuche ich es tatsächlich nackt. Obwohl da jetzt natürlich die ganzen Sternefeinde sind, ne? Hm. Ich guck mal, was wir überhaupt noch in der Essenskiste haben. Bitte lass da noch irgendwie... Oh, oh. Ich mach mal so und so. Dann haben wir halt mehr Ausdauer. Und baller mir den. Außerdem Feuerheilmet. So. Dann mehr Ausdauerregeneration. Und dann holen wir uns unser... Stimmt, wir können, weil wir immerhin ein Mana-Food haben, immerhin den Dingensstab nehmen. Erstmal nehme ich einen Federumhang raus. So, den packe ich mal hier hin. Und den Stab des Schutzes auf die 1 von mir aus. Und wir gehen runter. Ich glaube, das sollte reichen. So, und dann gehen wir zu Notasche 3.